Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du ein Microsoft Word Dokument mit einem Kennwort versehst. Wie du siehst, befinden wir uns in unserem Beispielsdokument. Dieses Dokument kannst du ebenfalls für Übungszwecke nutzen, den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was ein Dokument mit einem Kennwortschützen eigentlich bedeutet. In manchen Fällen schreibt man in ein Dokument sehr sensible Daten und nur gewisse Menschen dürfen den Inhalt sehen. Hierbei, zum Schutz dieser Daten, bietet Microsoft Word die Funktion des Kennwortes an. Das heißt, dass man beim Start, also beim Öffnen des Dokumentes, zuerst ein Kennwort eingeben muss und erst im Anschluss sieht man den Inhalt. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, gehst du hier oben auf Ansicht und auf der rechten Seite gibt es das Feld Eigenschaften. Klickst du da drauf, so öffnet sich folgende Oberfläche und auf der linken Seite finden wir Dokument Schützen. Klicken wir darauf, so sehen wir als zweiten Reiter mit Kennwort Verschlüsseln. Klicken wir nun darauf, so können wir hier ein Kennwort festlegen. Das Ganze müssen wir einerseits wiederholen, wenn wir auf OK drücken, sprich noch einmal eingeben und wir drücken wieder auf OK. Von nun an muss jedes Mal, wenn dieses Dokument geöffnet wird, das eingegebene Kennwort eingegeben werden. Möchtest du nun das Kennwort dieses Dokumentes wieder entfernen oder bearbeiten, so gehst du erneut in diese Oberfläche, also auf Ansicht und auf Eigenschaften und gehst erneut hier mit Kennwort verschlüsseln und löscht das Kennwort, welches hier zu sehen ist, raus und drückst auf OK. Nun wurde das Kennwort wieder entfernt. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Microsoft Word Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft Word Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Word. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Microsoft Word Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.